Und somit sage ich Hallo an alle. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Part zu Digimon World Next Order. Im letzten Part haben wir ein paar Digimon im Knochenresort und beim Logikvulkan in die Stadt geholt und haben auf die Schnelle noch den Fail hier ausgebessert und machen nun endlich weiter mit der Story und begeben uns zurück in die Stadt. Ups, habe ich ein mobiles Klo. Okay, wir wollen den Autopiloten verwenden. Dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. If we insert Omegamon's Wart D here as the core, his purification power, combined with the antivirus, should bring about a total data purge. You're gonna turn the town into a purification device? Indeed. We will load the entire digital world into the town, and after the purge, revive it as reborn data. This is, in essence, reincarnation. Where are you gonna store all that data? You can't just store a copy of all of the digital world inside the digital world itself, can you? You're right. We'll need to resolve all network gaps and migrate the data somewhere else for a time. And this is one colossal heap of data. So we'll need to move it, purge it, and swap it back chunk by chunk. But then, won't the reborn data get infected by the BH program as soon as we restore it? There are grounds for concern, but we have no other option. Wait, there may be one other way. What do you mean? We've nearly pinpointed the address that Lucia's toy was transmitting to. Shoma Tsuzuki's location. Where is it? Somewhere in the digital world? No, it's in a place called the Singular Zone. What? The Singular Zone? Impossible! The Singular Zone is where the digital world's deleted data ends up. Not unlike what the human world calls the idea that it exists at all, let alone that a human could set foot there, is pure fantasy. I was skeptical too. The facts are facts. We found a vast, essentially infinite blank space in the area that was picking up Lucia's signal. In there, we observed multitudes of formless blocks of data, plus the data of a number of Digimon, and one human. Interessant. An infinite blank space, you say? If that's true, the AR plan may be closer to realization than we thought. But... An infinite space? Sounds like the perfect place to move the data to. Exactly. No need to move it piece by piece. We could migrate all the data there together at once. What about a way to access the Singular Zone? Have you found one? Once Talmon finds his head, he can open the way. Huh. My head is where it always is. I am perfectly calm. Clearly. So there should be no problem. We did it, Lush! This is a big feat! Really? I have big feet? Das würde ich nicht sagen. I guess I'm no good after all. Come on, just say it's a big feat next time. Anyway, things sure are looking brighter for us. Just have to set the plan in motion now. Coda and I can go to the server tower and retrieve the digital world's backup data. They say that everything since the inception of the digital world is recorded and stored there. There might be some important data there that we'd need to have reincarnated. Way to casually drop a critical mission on us. Talmon and Lucia and I will go beneath the town and open the gate to the Singular Zone. What should I do? You're in charge of defending the town, Himari. Who knows when the enemy might stop by? Okay, you got it. You. We want you on the front line. You'll enter the Singular Zone. Natürlich dürfen wir dann gegen den Bösewicht kämpfen. Natürlich, das heißt, die letzte Quest kann beginnen. Und ich frage mich, ob wir der Herausforderung gewachsen sind. So, jetzt sind alle zurückgekommen.
Okay, und der Wohlstand lag jetzt bei 112, habe ich gesehen. Okay, wir werden aber jetzt einige Sachen brauchen. Deswegen schauen wir mal im Ausrüstungsladen vorbei. So. Und kaufen mal ein paar hiervon. Ein paar davon. Etwas hiervon. Was macht das? Okay, schauen wir mal, was wir bei dir bekommen können. Ja, nehmen wir mal noch hiervon etwas mit. Und ich denke, wir sollten jetzt gut vorbereitet sein. Also gehen wir jetzt mal schön aus der Stadt raus. Es laggt. Und teleportieren uns in dem Fall raus, denn wir fliegen mittlerweile. Okay, da haben wir Svarusidramon, aber es ist uns gerade egal. Wir wollen nämlich hierher. Obwohl, ich hätte wenigstens das Fleisch noch abholen können von den Feldern. Das werden wir. Freiwillig oder besiegt. Und das Portal ist auf einmal da hinten. Okay, wir gehen noch einmal schön schnell in die Stadt, weil es kann sein, dass die beiden Hunger bekommen werden. Und da würde ich mir gerne noch schnell das Fleisch abholen. Was wir jetzt auch noch auf die Schnelle tun werden. Und dann geht es endlich in den letzten Dungeon. So, habt ihr was für uns? Irgendwelche Kirschen und du vielleicht irgendwas Gutes? Ja, gar nicht so schlecht. Und raus aus der Stadt. Auf geht's. Ins letzte Gebiet. Das schaut schon creepy aus. Looks like we can still send and receive signals from within the singular zone. I don't know what's passed here, so who knows how much help it'll be, but I'll analyze the data from your digivice in real time and follow you as best I can. I can't tell you not to worry, but you're not alone. Do your best. The world is in your hands. Alles klar. Wie natürlich in jedem Digimon-Spiel. So, dann dürfen wir bis ganz nach unten gehen und ich glaube, ich sehe da einen Devimon gerade und links daneben ist das ein Fake Wizardmon. Okay, Devimon will sich fetzen? Wahrscheinlich schon. Du willst bestimmt weiter, aber dazu wirst du das Digimon vor dir besiegen müssen. Du denkst dir sicher, nur ein einziger Gegner. Was soll da schon da sein? Überrascht? Ich kann Gedanken lesen. Oh, jetzt denkst du. Ist das eine Falle? Ich muss trotzdem weiter. Du willst weiter. Mögliche Fallen hin oder her. Wie leichtsinnig. Oder soll ich dich mutig nennen? Wir brechen durch. Schön. Ich werde schon sehen, ob du mutig oder einfach nur dumm bist. Kommt, meine Schatten. Das heißt, wir dürfen jetzt gegen drei Devimon kämpfen wahrscheinlich. Ja, mal schauen, wie stark die sind. Wir verursachen gut Schaden, aber die verursachen auch guten Schaden. Die machen effektiven Schaden gegen uns und wir gegen die. Achso, sind vier Stück. Und wir sind viel zu schwach, ja. Ah. Gut, wir müssen das tatsächlich machen. Und das riecht danach, nach jedem Tag einmal hier runtergehen. Aber ja. Ich denke, hier wartet ja noch ein urstarkes Diaboromon auf uns. Und ich bezweifle, dass wir hier einfach so durchmarschieren können. Es sind dann, glaube ich, vier große Kämpfe, die auf uns warten. Einmal die vier Devimon, dann einmal ein Diaboromon. Vielleicht auch ein Armageddon, ich bin mir nicht sicher. Und zu guter Letzt
Einen als vorletzten, dann Gaiomon und das blaue Sakuyomon. Und dann zu guter Letzt den Shouma Tsuzuki oder wie er heißt. Okay, einen sollten wir jetzt besiegen. Okay, besiegt ist er nicht. Jetzt ist einer besiegt. Aber gut, jetzt sind wir halt ziemlich stark. Und verursachen auch guten Schaden. Sind das 5 Devimons gewesen? Okay. Gut, aber eine Ulti müssen wir jetzt nicht unbedingt raushauen. Denn die sollten jetzt alle besiegt sein. Okay, nice. Was zur? Ich verstehe euch Menschen nicht. Ihr handelt waghalsig, aber auch als ob ihr etwas verstecken würdet. Nur was? Was? Ich kann die Antwort in der Stadt finden? Hey, bring das nicht durcheinander. Ich bin nicht dein Verbündeter. Aber du hast dich der Stadt angeschlossen, mein Freund. Okay. Das heißt, es geht noch einmal weiter und tiefer hinein für uns. Hier sollten wir auch, glaube ich, Mega-Kabuterion finden, dem wir dann den Brief bringen müssen. Und den Magna Angemon. Wollen die kämpfen? Ja, die wollen kämpfen. Aber wir können uns ja durchmogeln. Mit dem Pause-Glitch-Bug oder wie auch immer. Ist das ein Mensch? Nein. Es kann nicht. Wie könnte ich mich auf einen Menschen verlassen? Was war das jetzt? Ah, hör mir doch auf. Und dieses Pidomon ist es halt viel zu stark. Das war natürlich so klar. Bringt sich eine Double-Ulti jetzt hier etwas? Gut, das Pidomon hat halt, ist halt verdammt stark gerade. Und wir sind wahrscheinlich viel zu schwach. Aber mit ein paar Ultis sollten wir es noch irgendwie gewinnen. Oh, ich bezweifle halt sehr stark, dass wir den nächsten Kampf gewinnen werden. Gleich haben wir auch die nächste Ulti, das ist schon mal sehr gut. Eieieiei. So, Double Ulti. Aber die Devimon hätten wir halt nie besiegt, wenn wir jetzt nicht die Exodigitation durchgeführt haben hätten. Und Cherubion war gerade komplett, war es interessant. Wahrscheinlich auch irgendein visueller Bug. Komm, noch 1-2 Hits. Okay, somit haben wir Pidomon auch besiegt. Bekommen wir jetzt gute Boosts? Nichts Grandioses. Okay, aber sehr stark von euch beiden. Und da steht auch schon das nächste neben mir. Ich habe mich gerade irgendwie durchgemogelt. Und da gehen wir zurück. Okay, wir müssen jetzt hier an dem Pidomon vorbei. Okay, und wir haben es durchgeschafft. Nice. Und da geht es ja noch weit nach unten, wie ihr seht. Wir müssen nämlich bis zur letzten Ebene hier nach unten. Und mal schauen, wie weit wir kommen werden. Oh, und ein Metall-Maemon. Cool. Okay, ist das jetzt eine Free-Ebene? Ja, da müssen wir nicht wirklich gegen jemanden kämpfen. Metall-Maemon können wir auch schön aus dem Weg gehen. Und begeben uns dann einfach zur nächsten Ebene. Und ja, das wird lustig, wie wir uns hier durchkämpfen die ganze Zeit dann. Weil am Ende wird es darauf hinauslaufen, solange die beiden noch leben, dass wir das Ganze machen im Sinne von Exodigitation, 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 Exodigitation.
Da haben wir einen Varus Sidramon, welchen wir mal schön aus dem Weg gehen. Und werden mal Okuwamon hier ansprechen. Vielleicht möchte sie ja in die Stadt kommen. Bist du ein Mensch? Ich habe dich noch nie gesehen. Wieso bist du hier? Ich will es dir erklären. Ich wurde von einem anderen Menschen besiegt und bin dann hier gelandet. Vielleicht ist der Mensch tiefer in diesem Gebiet. Du wirst sie besiegen gehen, oder? Dann haben wir beide dasselbe Ziel. Aber ich kann nicht einfach glauben, was du erzählst. Wenn du die Wahrheit sagst, muss ich dich testen. Nein! Wahrscheinlich ist das jetzt auch heftig stark. Ist gerade mein Seraphimon in der Luft geflogen? Habt ihr das gesehen? Seraphimon war gerade irgendwo. Nein. Okay. Es sitzt im Boden fest. Die Wickelattacke von Digimon. Ich meine, gut, du sitzt aber nur fest. Warum kannst du dann deine blöde Ulti nicht aktivieren? Ja, okay, du kannst die aktivieren. Nice. Dann besiegen wir das gute Okuwamon noch. Bitte, danke. Ja, mit der nächsten Ulti sollten wir es auch besiegt haben. Ah, cool. Combo-Bonus. Dann gibt es noch einmal die Ulti. Wir sollten jetzt auch keinen Schaden mehr kassieren. Und ich denke, dass wir Okuwamon damit auch besiegen jetzt. Ja, wir haben es besiegt, zum Glück. Ich verstehe, du lügst nicht. Ich bin hier geblieben, um nochmal gegen diesen anderen Menschen zu kämpfen, aber ich fühle mich nach dem Kampf mit dir so erholt. Vielleicht sehe ich mir mal Floatien an, ja? Willkommen in der Stadt, mein Guter. Und wir dürfen noch tiefer hinein. Also hier ist es das Jenseits von dieser Digi-Welt anscheinend. Und da haben wir Mega Kabuterimon. Wir haben einen Brief für dich, mein Freund, den wir die ganze Zeit mit uns tragen. Wer bist du? Was willst du? Ich habe einen Brief von Stingmon. Einen Brief von Stingmon? Lass sehen. Puh, dieser Kerl. Hey, was schaust du so? Ich weine nicht, du weinst. Ich bin in den Unendlichkeitskessel gekommen und habe bei meiner Erkundung die Zeit aus den Augen verloren. Ich habe meinen Freund vergessen, der sich Sorgen um mich macht. Also, ich hab's vermasselt. Ich muss Digimon dafür danken, dass er an mich gedacht hat. Und ich habe lange kein Sonnenlicht mehr gesehen. Ich gehe in die Stadt. Digimon wartet dort auf mich. Ich überlasse dir die Erforschung dieses Gebiets. Okay, somit haben wir die ganze Tentomon-Reihe in der Stadt. Meine absolute Lieblingsreihe eigentlich, und ich würde mir sogar überlegen, ein Herkules-Kabuterimon zu machen, weil ich liebe Herkules-Kabuterimon. Ich meine, es war zwei extrem geile Digimon, also die ich extrem feiere, sind halt im Spiel leider nicht vertreten, aber das eine ist eben Tyrant-Kabuterimon. Ich finde, das ist so ein heftiges Digimon. Und das zweite Digimon ist, wie heißt das nicht? Ah, Gigasidramon, ja, Gigasidramon. Gigasidramon schaut auch so heftig geil aus. Gut, dann reden wir auch mal mit der Guten hier. Aber davor gebe ich mal Cherubimon ein paar MP-Disken und ein paar HP-Disken. So. Dann machen wir das Ganze noch so. Jetzt sind sie beide fast voll. Nun, wen haben wir denn hier? Menschenkind? Du bist den ganzen weiten Weg gekommen, nur um mich zu sehen. Nur mal ganz ruhig. Ich habe kein Interesse an einem Kampf. Willst du nicht erst hören, was ich zu sagen habe? Kommst du in die Stadt, wenn ich zuhöre? Meine Güte, du kommst schnell zur Sache, nicht? Der junge Shoma hat mich einst dasselbe gefragt, weißt du? Er war nur nicht ganz mein Typ. Ich habe mich ein bisschen geziert und er ist einfach ohne ein Wort gegangen. Ich bin gerne ungebunden, weißt du? Ich mache worauf und wie ich Lust habe. Lass mich überlegen. Gerade habe ich Lust, hier wegzukommen und ein bisschen Spaß zu haben. Deine Stadt da klingt eigentlich gar nicht schlecht. Ich werde trotzdem nichts tun, was ich nervig oder langweilig finde. Wenn ich meinen eigenen Laden führen kann, gebe ich dem Ganzen vielleicht eine Chance. Das ist ein Versprechen, Kind. Versprochen! Sieh an, sieh an. Keine Angst, ich habe keine Lust auf einen eigenen Laden.
Ich wollte nur sehen, wie du reagierst und daran messen, wie interessant deine Stadt ist. Natürlich könnte es trotzdem passieren, dass ich ein paar hübsche Läden übernehme, weißt du? Schau ruhig mal vorbei. Okay. Dann haben wir Lady Devimon in die Stadt geholt, okay? Ich habe mich aber wirklich schon auf einen Kampf vorbereitet. Nein. Dich wollen wir jetzt hier nicht haben. Sakuyamon. Oh, hallo. Du kommst zu einem guten Zeitpunkt. Ich heiße Sakuyamon. Ich bin zum ersten Mal seit Jahrhunderten erwacht und lade etwas durcheinander. Ich wollte zu einem Ort namens Floatien. Könntest du mir den Weg dorthin zeigen? Das ist Taumons Tower-Amulett, nicht wahr? Verwende es und dann boom. Ich kann es selbst nicht verwenden. Ach wirklich? Nun gut, dann frage ich das mal eben selbst. Hallo, hörst du mich? Hey, wie unhöflich. Taumon! Was, eine Erklärung? Na schön. Ich fürchte, die ist wohl notwendig. Na gut. Ich finde meinen Weg schon selbst. Okay. Wieso müssen wir jetzt gegen Sakuyamon kämpfen? Ich verstehe es nicht. Und es laggt komplett. Und was verursacht heftigen Schaden. Okay. Die Exodigitation geht nicht, wenn wir verlieren. Ja gut, dann sammeln wir wenigstens jetzt schön die Erfahrungspunkte. Also die Erfahrungspunkte, die Befehlskraft. Dann gibt es jetzt mal eine Ulti und gleich danach nochmal die nächste. Ich hoffe mal, dass die wenigstens ein Viertel vom Leben abziehen wird. Seraphimon, wir warten auf dich. Oder wir haben auf Kirubimon gewartet. Ich meine, gut, Schaden kann es uns gerade eh nicht verursachen, weil wir in der komischen Animation hier sind. Okay, mal schauen. Ein Viertel vom Leben wenigstens. Ich sehe natürlich absolut gar nichts. Ja, ein Viertel kommt hin. Bade in die Verteidigung. Jetzt mache ich auch Folgendes. Und genau in dem Moment lösen sich die beiden. Aber dann gibt es halt die nächste Ulti. Jetzt habt ihr theoretisch mehr Angriff. Weil so schaut das mir eher wie ein Fünftel aus. Ja, jetzt wurde schon viel mehr Schaden verursacht. So, in die Verteidigung durch Baden. Oh, fuck. Wer ist draufgegangen jetzt? Nein, ich habe perfekt verteidigt. Oh mein Gott, geil. Dann dürft ihr noch einmal verteidigen. Das war gerade geil. Okay, beide in Verteidigung. Okay, man kann es auch quasi so timen, im Moment, wo der Gegner angreift. Und dann sollte auch keinen Schaden verursachen. Cool, jetzt, ich hab den Dreh jetzt endlich raus. Nice. Und somit haben wir auch Sakuyamon besiegt. Cool, ich hab den Dreh jetzt langsam raus. Hey, tut mir leid, Taumon misstraut mir irgendwie. Ihr habt mir etwas gezeigt. Die Zeiten mögen im Wandel sein, aber Engstirnigkeit ändert sich nie. Er und ich sind von derselben Denkschule, musst du wissen. Was? Ich rede zu viel? Na schön. Gut, ich habe endlich die Erlaubnis, also mache ich mich auf in die Stadt. Okay, somit haben wir auch Sakuyamon in die Stadt geholt. Aber Leute, wir machen hier den Cut für heute. Im nächsten Part geht es dann endlich weiter. Ja, ich will den Hintergrund hier haben. Im nächsten Part geht es dann weiter und dann sollten wir... Dreh dich doch mal richtig hin! Okay, doch, geht eh. Im nächsten Part sollten wir dann bei den letzten Gegnern angekommen sein, aber ich sage mal, vielen Dank an alle, die so zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da, kommentiert auch liebend gerne das Video und somit sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis dann!